Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Sonntags mit Lillys Tutorial, Video, wie auch immer. Wir gestalten heute zusammen Weihnachtskarten. Das wird eine spannende Sache. Ich für mich habe was Neues ausprobiert. Ich möchte das mit euch teilen. Es ist keine Idee von mir, aber es macht unglaublichen Spaß. Und ich will euch mal zeigen, was wir machen. Zum einen habe ich hier eine Weihnachtskarte mit Zuckerstangen. Das Besondere daran, ich weiß gar nicht, ob man das so gut erkennen kann, die ist geprägt. Und wie man das macht, das zeige ich euch. Und auch die andere Karte, da sieht man es tatsächlich besser. Hier seht ihr, wie der Tannenbaum, das Dreieck, schön reingeprägt ist. Beides relativ schlichte Karten. Und ja, wir legen auch direkt los. Was wir dafür brauchen, das zeige ich euch jetzt. Wir brauchen zum Gestalten der Karten als erstes eine feste Unterlage. Es muss nicht unbedingt eine Schneideunterlage sein. Wir brauchen ein Falzbein. Wir brauchen auch drei verschiedene Stifte. Ein dunkler Stift, hier ein schwarzer Feinliner, ein weißer Stift, hier ein weißer Gelschreiber und einen roten Stift. Da habe ich hier einen roten Buntstift, der macht sich auf Kraftkarton einfach super. Dann habe ich hier noch einen kleinen Schmierzettel, um einfach nur gleich mal meine Letterings auszuprobieren. Dann ganz wichtig, die Schablonen zum Prägen. Da nehme ich euch heute mit. Dann brauchen wir natürlich Karten, die ihr gestalten wollt. Und um die Prägeschablonen festzumachen, nehmen wir ein bisschen Washi-Tape. Und zusätzlich für die eine Karte brauchen wir noch ein bisschen Transparent. Beziehungsweise nutze ich hier Butterbrotpapier. Dazu kommen wir aber später. Das brauchen wir erst relativ weit zum Schluss. Das Interessanteste ist, glaube ich, jetzt erstmal das Prägen. Ich habe das selber tatsächlich noch nicht so oft gemacht. Habe mir auch hier noch ein paar Tutorials angeschaut. Also die Idee ist nicht von mir. Die existiert auch schon eine Weile. Und wenn man eine Prägemaschine hat, geht das sicherlich auch alles einfacher. Aber wenn man diese halt nicht hat, ich habe so eine halt auch nicht, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Muster oder auch Schriften auf Papier zu prägen. Ich habe mich hier für relativ einfache Formen entschieden. Ich habe die hier aus finnischer Holzpappe, also es sollte schon ein stärkeres Papier oder auch eine dünnere Pappe oder ein Karton sein, der auf jeden Fall sich unterscheidet von eurem Papier oder eurer Karte, wo ihr prägen möchtet. Das sind hier, ich glaube, 0,5, wenn nicht sogar noch weniger von der Stärke her. Und ich habe mich, wie gesagt, für recht einfache Formen entschieden, für ein Dreieck, was eine Tanne darstellen soll und die Form einer Zuckerstange. Wir fangen als erstes mit der Zuckerstange an. Denn hier möchte ich tatsächlich mehrmals drauf prägen. Den Umschlag brauchen wir jetzt nicht, der ist ja dann eh zum Verschicken. Und zwar wird es hier so sein, dass ich eine Prägung mache, die nach innen geht und nicht nach außen. Ich habe bisher noch keine schöne, saubere Methode gefunden, wie ich nach außen prägen kann. Da werde ich mich aber auf jeden Fall noch mal ein bisschen schlau machen und selber noch mal ein bisschen experimentieren. Hier geht die Prägung heute nach innen, damit es auch schön sauber aussieht und auch schön aussieht. Und damit wir nach innen prägen können, heißt es, wir müssen das Prägemotiv von außen drauflegen. Damit es nicht verrutscht, werde ich es hier ganz einfach und ganz simpel nur ein bisschen festmachen. Und dann kann ich von innen, hier habe ich die Schablone drauf, und von innen kann ich jetzt hier mit meinem Falzbein vorsichtig drüber gehen und gehe die Umrandungen nach. Mache das erstmal mit ein bisschen Gefühl, nicht zu grob dran gehen. Und wenn ihr spürt, da sind die Umrandungen, geht da ruhig ein bisschen genauer rüber, ein bisschen mit ein bisschen mehr Druck. Und wenn ihr merkt, ihr habt so die einfachen Formen, könnt ihr so ein bisschen mit der Kante, aber auch immer noch vorsichtig den Rand lang gehen, also mit der Kante vom Falzbein. Und dann merkt ihr schon, wie sich das schön nachprägt.
macht das auch schön vorsichtig, damit euer Papier nicht kaputt geht oder auch eure Karte nicht. Jetzt hier natürlich auch ein bisschen tricky mit dem Bogen hier, aber das macht er alles ganz vorsichtig, denn wir wollen ja nicht, dass das Papier reißt oder sogar einen unschönen Knick bekommt. Wir möchten das Papier quasi in die Richtung formen und biegen, formen und pressen, in die wir es haben möchten. Also nehmt euch auch ruhig ein bisschen Zeit. Bei schnell, schnell kann es nur passieren, dass es vielleicht ein bisschen kaputt geht. Und geht schön vorsichtig in die Kanten rein, in die Ecken rein. Und dann seht ihr hier auch schon, wie sich das hier so schön reinprägt. Bevor ihr das gleich abmacht, dreht die Karte am besten mal um und schielt mal hier drunter, ob euch das schon reicht. Wenn euch das noch nicht reicht, dann macht ruhig noch ein bisschen weiter. Geht so richtig schön mit der Kante, wie gesagt, schön langsam. Wenn wir dann das Washi-Tape abnehmen. Der Vorteil beim Washi-Tape, auch hier vorsichtig trotzdem, ist, dass das nicht so doll haftet, aber trotzdem vorsichtig abnehmen. Und hier seht ihr dann schon, wie sich das richtig schön geprägt hat. Ich mag das total gerne. Das ist eine schöne haptische Sache. Und ja, das verteilen wir jetzt hier über die ganze Karte. Und es muss ja nicht nur im Inteil der Karte sein. Es kann ja auch hier am Rand ein bisschen überstehen mit der Prägung. Und ich bin gespannt, wie eure aussieht. Ich präge jetzt mal eben schnell die ganze Karte. So, wie ihr seht, habe ich hier jetzt auch am Rand geprägt. Ne? Es fühlt sich so richtig schön erhaben an. Ihr habt auch gerade bestimmt zwischendurch gesehen, dass ich fast einen Fehler gemacht hätte und von der falschen Seite. Ich möchte euch ganz kurz zeigen, warum wir nach innen prägen und nicht nach außen. Wenn ihr genau hinschaut, ich weiß nicht, ob man das sieht durch den Lichteffekt, wir streichen natürlich mit dem Falzbein das Papier unglaublich glatt. Und damit beschädigen wir relativ leicht die Oberfläche. Hier sieht man es ganz gut. Und das dann auf der Seite zu haben, die wir präsentieren wollen, sieht halt einfach nicht schön aus. Und deswegen nehmen wir ganz einfach die andere Seite, denn das Reingeprägte sieht natürlich auch total schön aus. Ich mag es total gerne. Ich bin total fasziniert. Wir werden das jetzt alles noch ein bisschen gestalten, denn wir haben ja hier auch noch die beiden Stifte. Die beiden Stifte, weiß und rot, so wie eine Zuckerstange auch ist, das werden wir jetzt hier
zusammen gestalten, bevor wir zur zweiten Karte kommen. Und hier mache ich das mir ganz einfach. Ich umrande ganz, also das wird keine akkurate Zeichnung. Ich teste mal vorher, ob der Stift funktioniert. Und dann gehe ich hier die Prägung einfach nur ganz grob nach. Ihr seht, Weiß auf Kraftpapier ist ein unglaublich toller Kontrast. Und dann gehe ich einfach nur noch das Muster. Das mache ich auch ein bisschen geschwungen, weil eine Zuckerstange ist ja rund. Wenn ich jetzt hier gerade mache, dann wirkt die so platt. Also wenn ich eine gerade Linie ziehe, dann wirkt die so platt. Hier den Schwung ein bisschen mit. Und auch das mache ich jetzt bei allen Zuckerstangen. Und wenn das dann ein bisschen angetrocknet ist, gehen wir auch schon mit dem Rot ran. Prinzipiell könnte man das jetzt eigentlich hier schon so lassen. Ich mag das immer noch total gerne. Aber ich möchte hier noch ein bisschen Farbe ins Spiel bringen und gehe jetzt noch mit dem Rot ran. Setzt einen doch schon sofort in Weihnachtsstimmung, oder? Das sieht total ansprechend aus. So, hier könnt ihr jetzt ich habe hier extra in der Mitte noch ein bisschen Platz gelassen. Hier könnt ihr jetzt gerne Merry Christmas, Frohe Weihnachten, Fröhliches Fest, was auch immer euch beliebt, dort reinschreiben. Ich komme jetzt aber zum nächsten Punkt, wo ich mir sage, nö, ich will da nicht nur einfach was reinschreiben, ich möchte das noch ein bisschen aufpeppen. Und hier kommt dann jetzt gleich das Butterbrotpapier zum Einsatz. Und zwar möchte ich hier eine kleine Banderole rüberkleben. Das heißt, ich muss es noch ein bisschen ausmessen. Es soll jetzt auch nicht so breit werden. Vielleicht höchstens 5 cm, 4, wenn nicht sogar 4 cm. So, dazu bräuchte Stahllineal noch. Also Stahllineal und Cuttermesser wären noch ideal, wenn ihr das noch parat habt. Oder ihr messt es euch mit einem normalen Lineal ab und schneidet es mit Schere. Das würde auch gehen. Ich benutze jetzt hier die Schneideunterlage direkt. Da kann ich mir 4 cm schön, dadurch, dass es jetzt ja hier auch Schneidegerät. Sollte es natürlich sein. Man könnte es für das gewisse Etwas natürlich auch reißen.
das wird dann gleich hier rüber geklebt, sage ich mal. Dadurch, dass es ein sehr dünnes Papier ist, reicht auch ein ganz normaler Kleber. Aber wir wollen das natürlich auch schön sauber und ordentlich haben. Und ihr seht, die Effekte von unten drunter, die schimmern halt noch durch. Und so kann ich jetzt auch über die ganze Banderole hier meinen Schriftzug noch vollziehen. Ihr könnt es auch natürlich weiter runtersetzen oder weiter oben, je nachdem, wie ihr auch eure Zuckerstange angeordnet habt. So, jetzt seht ihr, jetzt habe ich hier schon den leichten Knick. Das heißt, ich kann mich hier austoben, habe aber, wie vorher schon gesagt, mir extra ein Schmierpapier. Ich werde jetzt hier, glaube ich, einfach nur ein Frohe Weihnachten . Es macht sich immer gut, das vorher einfach mal vorzuschreiben, um zu gucken, okay, HN, das finde ich sind immer die wichtigsten Buchstaben, vergisst man oder verdreht man oder was auch immer. Und darüber kommt ein Frohe, ein bisschen anderem Schriftstil. Und so werde ich das jetzt hier auf die Mitte bringen. Bei dem Transparentpapier ist natürlich der Vorteil, ihr könnt es abpausen. Mache ich jetzt hier aber nicht. Ich schreibe das direkt drauf. Habe hier einen Feinliner 0,5. Mache das hier in so einer, hier habe ich es jetzt nur einfach geschrieben, also einfach gelettert, und werde es hier aber in einer V, also in der Fake-Kalligrafie machen. So. Vorteil ist natürlich, dass ich es jetzt auch noch ein bisschen schieben kann. Und ich möchte ja, wie schon gesagt, möchte ich es hier draufkleben. So, mal gucken, dass es gerade bleibt. Und optisch für mich. Misst das jetzt nicht aus. Und hier hinten werde ich es aber noch ein bisschen kürzen, weil ich möchte nicht, dass das hier hinten so weit rausragt. Man könnte jetzt auch hier, damit es komplett verschwindet, mit einem Cuttermesser hier einen Riss reinziehen, wo man dann das nach innen verstecken kann. Dann sieht es noch ein bisschen sauberer aus von außen. Aber wie gesagt, ich werde das jetzt hier nur ein bisschen kürzen. Dass es gerade bleibt und klappt es nur um. Und dann ist Karte Nummer 1 schon fertig. Ich mag es total gerne, es ist einfach, es geht relativ schnell und man kann es mit einfachen Mitteln machen. Ne? Also ihr müsstet es jetzt noch gar nicht auch ausmalen, die Prägung, die wir hier gerade gemacht haben. Die könnte man halt auch einfach so lassen. Da kommen wir dann aber schon zu Karte Nummer 2. Da habt ihr schon gesehen, habe ich so ein Dreieck. Das soll natürlich einen Weihnachtsbaum darstellen. Den kleben wir hier von außen auf. Das auch nicht verrutscht. Ja. Und dann ist das gleiche Spiel wie mit den Zuckerstangen, dass wir hier die Kante von dem Dreieck nachgehen. Erstmal schön vorsichtig, sucht euch erstmal eure Form. Geht vorsichtig mit der Spitze lang, haut da nicht gleich eine Kante rein. Thank you.
Weihnachtsbaum. Okay, wir müssen den jetzt noch zu einem Weihnachtsbaum machen. Und zwar gehe ich hier auch wieder mit dem, weil dem weißen Stift, da können wir jetzt hier auf dem hellen Papier nicht viel anrichten. Deswegen gehen wir jetzt hier mit dem roten Buntstift. Ich mache jetzt hier oben einfach mal so ein Sternchen hin. Und zeichne hier, ihr könnt es gerne in Reihe und Glied, wie so eine Lichterkette oder so eine Perlenkette, zeichne hier jetzt einfach nur so ein kleines Highlight ein. Könnt ihr natürlich auch gerade machen. So, das würde für mich persönlich schon ausreichen. Ihr könnt das noch verzieren, wie ihr wollt. Ihr könnt natürlich auch noch gern mit anderen Farben rangehen. Und hier würde ich jetzt tatsächlich so ein bisschen monochrom lassen. Ich würde jetzt hier mit dem Buntstift Merry Christmas, ich schreibe es mir aber wieder vor, mit dem Bleistift. Hier oben, wie auch bei dem hier oben schon im Druckbuchstaben, das Mary. Aber spitzt ihn euch vorher an, lasst ihn rund. So, jetzt sehe ich hier ungefähr, so groß wird es halt auch nur, wo ich ungefähr anfangen muss, damit es mittig ist. Ihr könnt es euch natürlich auch, ihr wisst schon, so kopieren, hinten schraffieren mit einem weichen Bleistift. Und dann ist so schnell auch schon Karte Nummer 2 fertig. Ich bin ein Fan von schlichten Karten und wenig Mittel, schöne Karten, schöne Ergebnisse. Und ich hoffe, ich kann euch hiermit ein bisschen Inspiration geben. Das wird dieses Jahr das letzte Sonntags mit Lillys Video sein. Ich habe im Dezember eine kleine Adventskalenderaktion geplant. Dazu werde ich euch aber dann zum 1. Dezember das erste Video natürlich hochladen hier auf YouTube. Und wenn ihr darüber noch mehr wissen wollt im Vorfeld, dann folgt mir gerne auf Instagram @lillys.berlin.de. Macht ihr mit hier oder habe ich euch inspiriert mit den Karten? Wenn ihr die hier gerne nachmacht, markiert mich und auch den Hashtag Sonntags mit Lillys. Und ich hoffe, ich kann euch hier, wie gesagt, eine weihnachtliche Inspiration geben. Ab nächsten Jahr geht es hier dann normal jeden dritten Sonntag mit Sonntags mit Lillys weiter. Was an jedem ersten Sonntag dann hier Neues passiert, das erfahrt ihr dann im neuen Jahr. Also schaut auf jeden Fall rein, lasst ein Abo hier, damit ihr auch Erinnerungen bekommt, wann ein neues Video kommt. Und einen Daumen hoch für dieses Video. Ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Ich komme gut ins neue Jahr und zu Sonntags mit Lillys sehen wir uns 2022 wieder. Tschüss!